Herzlich willkommen zurück zu Witcher 3 Wild Hunt. Ja, wir haben jetzt fast alle Fragezeichen auf Land. Zumindest auf den größeren skellige Inseln. Schon abgegrast. Na los, nicht so schüchtern. Ach, hier kämpfen die auch. Ja, später. Später komme ich nochmal vorbei zum Kämpfen. Ich will erstmal gucken, wie ich hier rauskomme. Hier werden wir auf jeden Fall noch Rüstungsschemata finden. Aber nicht für die Bärenrüstung. Okay. Das war ein Weg runter, aber sonst nichts. Hallo. Hallo, Freund. Sind wir Freunde? Oh, wenn noch die Sirenen mitspielen, dann wird's lustig. Boah. Ganz schön schwer, der Typ. Au! Ich wollte gerade den Angriff machen, Mann. Aua. Natürlich. Kommt noch jemand her? Mann, immer wenn ich schießen will, dann ist die schon vorher bei mir unten. Na. Assistent der Schatz. Dankeschön. Das ist nicht dein Tag. Da kamen sie dann doch noch. Ach Gott, die letzte auch noch, ja. Natürlich. Ey, die kommen ja immer, da kommen ja immer mehr. Da kommen immer mehr. Was ist denn hier? Oh, Hasen. War vielleicht der Zyklop? Oder ich war es, aus Versehen. Das kann auch sein. Gut, jetzt also da, so, dann darüber. Es scheint ein bisschen weiter zu sein. Wenn wir jetzt dem Weg folgen. Heya! Well. Ganz schön gewundene Straße Oha, hier. Bitte.
Ja, okay, noch weiter und dann... Los, lauf! Wiederum rechts. So. Oha, Blitze. Okay, er zeigt jetzt hier zwei Wege an. Oh. Ja, egal. Ich wollte eigentlich auf die Karte gucken. Das hier ist der richtige. Mhm. Ein Ort der Macht. Ich sollte Kraft daraus ziehen. Vorsichtig. Ich bin irgendwie runtergerutscht. Nochmal. Oh nein. Ich hatte schon Angst, ich hätte es kaputt gemacht. Gut. Apropos, wir hatten einen Stufenaufstieg. Hilft uns aber noch nicht so viel. Außer zum wahrscheinlich Waffen und Rüstung tragen. Ich glaube, da war was auf Stufe 29 tatsächlich. Wie kommen wir jetzt dahin? Einfach runter. Los, los! Okay, vorsichtig. Sieht hier leicht steil aus. Weiter so, Plätze. Aber hier ist was. Hier unten irgendwie. Hallo. Die hat gepupst. Nachricht und zerkratzter Schlüssel. Jall, wir haben den Schatz versteckt und zwar so gut, dass ihn keiner finden wird. Nicht in einer Million Jahren. Den genauen Ort zu beschreiben wäre Leichtsinn. Also sagen wir einfach, dass es höchste Zeit ist, zu unseren alten Jagdgründen zurückzukehren. Sobald du bei uns bist, segeln wir zum Festland. Wir müssen uns beeilen. Es heißt, Jorre hätte den Göttern geschworen, er würde nicht eher ruhen, als bis er uns gefunden, die Haut abgezogen und seinen Schatz zurückerhalten hätte. Heuchlerischer Drecksack. Er hätte ihn recht aufteilen können, wie wir es vereinbart hatten, aber nein, er wollte uns ja unbedingt aufs Kreuz legen. Da hat er eben bekommen, was er verdient hat. Dreckiges Wiesel. Brock. PS, wenn du ankommst, halt dein Schwert bereit. Die Gewässer dort sind gefährlich. Verfolgen? Hallo? Ach, das habe ich schon gefunden, oder what? Muss ja sein. Ich konnte sie jetzt nämlich nicht verfolgen. Wie jetzt? War ich da schon mal drin? Oder ich verstehe nicht. Bin mir nicht sicher, ob ich verstehe. Oh Gott. Es war ein bisschen dunkel. Es muss ja sein, dass ich den schon gefunden habe. Verdammt, wie hieß es jetzt? Ah, es ist nämlich alphabetisch. Ich
denk mal einfach, dass ich es schon gefunden habe. Wir gucken aber noch mal ganz kurz hier rein. So, es ist ein bisschen besser. Hallo? Warum seid ihr so stark? Das ist nicht dein Tag. Oh Gott. Boah. Oh, hör mal auf, mit dem Gift zu schießen hier, verdammte Scheiße. Oh, ich hänge hier fest. Boah, das ist ganz schön gemein. Boah, jetzt sterb doch mal bitte. Okay. Ui. Na komm. Hilfe. Ja, also war ich hier schon mal oder was? Ich war... Keine Ahnung. Möglich wäre es, dass ich schon mal da unten war und den Typen einfach nicht gesehen habe, die Leiche. Aber warum dann den Schlüssel? Da ist es doch. Ob die mich verarschen wollen? Wäre ich fast einfach weitergegangen. Hat die Quest mich verarscht. Hallo? Hui. Okay. Der Kampf war gefährlich. Plätze? Oh. Hast dich in der Tanne versteckt. Ich verstehe. Gut. Langsamer. Okay, wir wollen den Leuten keine Angst machen hier. Ich kann nicht so gut sehen, möchte ich gerade nur mal kurz sagen. Gewarnt, dass es regnen würde. Ach, wenn der Regen das größte Problem ist. Gut, wie komme ich da hin? Hey!
sollte irgendwo direkt hier sein. Oh, ich sehe, da ist auch noch eine Quest. Oh, scheiße. Ah, hier ist es eine Höhle. Ich komme gleich. Ich komme gleich. Monsterlager. Okay. Wir müssen ein bisschen aufpassen mit der Gesundheit. Vielleicht meditieren kurz. Sehe ich auf jeden Fall besser. Nee. Nein, nein. Da drauf. Oh. Hallo. Wer ist denn hier? Keiner? Ich dachte, es wäre ein Monsterlager. Schema. Menü. Niemand ist da. Ja gut, dann hatte das Monster wohl kein Interesse. Oh oh. Oh oh. Hallo, ein Jäger. Aber wir wollen doch mal gucken, wer da so rumschreit. Und ich verschone dich. Mit deinem Gefasel kannst du mich verschonen, Sven. Genug von dem Geschwätz. Was ist denn hier los? Dich habe ich hier noch nicht gesehen. Wie heißt du? Geralt von Riva. Ich bin Jutta Andimun. Mich konnte noch kein Mann im Kampf bezwingen. Kämpfst du gegen mich? Gegen dich? Ich habe die berühmtesten Krieger Faröes besiegt. So ehrwürdige Männer, dass ich ihre Namen nicht zu nennen wage. Und wer ist Geralt von Riva? Jemand, den du nicht besiegt hast. Vielleicht bist du meine Zeit nicht wert. Hast du große Taten vollbracht? Ich glaube nicht, dass ich von denen gehört habe. Ist das so? Welche Art von Taten meinst du? Wenn ich gegen einen Hexer kämpfen soll, könnte ich ein passendes Schwert gebrauchen. Am Grunde des Meeres, nicht weit vom Strand, ruht das Wrack vom Langschiff des gehörnten Hoskulls. Und in diesem Wrack liegt Hoskulls Schwert, das der Legende nach unzerstörbar ist. Bring es mir, dann kämpfe ich gegen dich. Gut, ich versuch's. Wir sehen uns bald. Das bleibt abzuwarten. Leb wohl! Eiserne Jungfrau. Bekomme ich dann das Schwert als Belohnung? Wenn ich es schaffe gegen sie? Endlich angebracht. So. Da unten. Natürlich, da wo wir waren. Ja. Gut, dann vielleicht erstmal kurz da noch hin. Können wir nämlich von Trottheim zurückreisen, erstmal dahin.
Das war auch wieder ein gutes Stück, ne? Brauche ich ein Schiff, um da hinzukommen? Nee, das ist direkt. Das ist direkt da vorne. Achso, ja, Entschuldigung, Plätze. Du bist ja direkt hier bei mir. Okay, das war komisch. So. Schneller. Ja, das wird wieder schwierig hier. Hui. Ah. Ja, okay. Die Höhle hier. Das ist richtig. Ist das, was ich höre? Ach, schon wieder so Intriagen. Und was ist das hier? Hallo? Okay. Nebel. Ich weiß nicht, in welche Richtung sie sein sollen. Ja, nö. Was ist denn mit der Karte los? Hallo? Verschlossen, denke ich mal. Komm. Ist das nicht korrekt? Fehlt da etwas? Sieht aus, als würde die Figur vielleicht etwas halten. Nee, das wollte ich eigentlich gar nicht. Verdammt. Gut. Lassen wir die mal als Statue sein. Die hat schon was. Die ist glücklich. Hm. Dreht sich diese Figur. Tja. Ich weiß leider nicht, wo sie hingucken muss. Nämlich keinen Anhaltspunkt hier. Jetzt geht's jetzt nicht mehr. Komisch. Können wir auch drehen? Okay. Da haben wir schon die Rüstung gefunden. Okay. Sollen wir vielleicht hier noch gar nicht sein? Ich meine, es macht Sinn, dass er so rumsteht irgendwie, ne? Müssen die vielleicht alle so stehen, dass es glitzert? Ich weiß nicht. Jetzt glitzert er auch. Ah, und
Nehmen wir die Figur nochmal. Bis es glitzert. Ich glaube nochmal. Oh. Also das ist das Einzige, was mir auffällt, ne? Kann es mir aber auch nicht genauer anschauen. Ha! Das hat funktioniert. Gott. Was ist das hier? Bin jetzt einmal im Kreis gelaufen. Warum? Ich kann hier auch nichts benutzen. Vielleicht ist hier eine Täuschung. Oh. Aha. Da ist doch noch was. Okay, noch ein Schatz. Nein. Es ist passiert. Ich bin überladen. Es gibt wohl so einen Absud, den ich mir machen könnte. Weiß aber nicht, für wie lange der hält. Weiß jetzt aber nicht, welcher. Das. Wirkdauer. Dafür brauche ich dann immer ein BS-Muttergen. Ah. Bin ich dann auch jetzt gerade nicht so hilfreich? Okay, vielleicht schmeißen wir irgendeinen Mist einmal kurz weg hier. Das. Dann ist es doch wieder okay. Aber das ist doch schon trotzdem irgendwie merkwürdig, oder nicht? Ich kann nicht das Auge hier einfach so einsetzen, ne? Magische Lampe? Geister. Nee. Er sagt ja immer, wenn irgendwo eine Illusion ist. Eigentlich. Deshalb, ich weiß nicht, ob es das jetzt hier schon gewesen ist. Oder wir später nochmal wiederkommen. Ich denke... Erstmal können wir wohl gehen. Was macht ihr denn hier unten? Warte mal. Oh nee. Nicht diese Harpien schon wieder. Oh. So. Weg von Plätze. Ich glaube, die Folge ist schon wieder rum, aber ich möchte jetzt nicht gerne hier hier bleiben. So. Nicht so schnell, Plätze. Ja, jetzt ist auch eigentlich fast egal, ob wir den Weg dorthin komplett durchreiten. Oder diesen Zwischenschnellreisepunkt nutzen.
Ja, ich möchte mich doch gerne in Sicherheit bringen, bevor ich die Folge beende. Moment. Kann ich hier jemanden verkaufen? Vielleicht? Hallo? Weißt du, mein Papa ist weg und kämpft gegen die Schwarzen. Tatsächlich. Hier. Dann werde ich mal noch gerade ein paar Sachen Was los. Was brauchst du? Oh, bleib, wo du bist. Die Ofenhitze ist einfach furchtbar. Okay, mache ich. Was verkaufst du? Was kannst du empfehlen? Dann werde ich noch ein paar Sachen los. Kenne ich das alles schon? Ah, das ist so ein Vitalitätsding hier, ne? An sich auch nicht schlecht. Aber ich glaube, wir machen jetzt uns eh bald neue Hexerrüstung. Ich weiß nicht, den behalte ich noch? Vielleicht? Hm, das kann aber weg. Auf jeden Fall können wir uns jetzt schon mal wieder besser bewegen. Wir sollten aber auch bald nochmal ans Lager tatsächlich. Wahrscheinlich bevor wir dann die ganzen Fragezeichen auf dem Wasser abfahren, da brauchen wir bestimmt einiges an Platz für. Kannst du irgendwas machen? Ah, du bist nicht so gut, ne? Nee. Ist nicht so gut. Tut mir leid, das sagen zu müssen. Oh, reparieren war gut. Wichtig. Wiedersehen. Gut, 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 gut. Oma hat gesagt, dass... Ja, aber bevor wir die Fragezeichen auf dem Wasser abgrasen, müssen wir es wohl erst noch mit der eisernen Jungfrau aufnehmen. Aber... Das war's tatsächlich für heute mit der Aufnahme. Ich bedanke mich bei euch herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, macht es gut und tschüss.